Hallo zusammen, da sind wir wieder in Morbid Lords of Ire hier im Schulhausen. Und da sind wir ausgestiegen, das letzte Türchen noch geöffnet. Monumentale Elefanten. Jawohl. Haben mit Bowl geredet, der ist allerdings auch noch da, ne? Ich habe jetzt mal nicht gerastet. Lass mal gucken, ist der noch da? Ja, der ist noch da. Und hier haben wir ja noch nicht geschaut, was da los ist. Wir haben ja noch mal eine Tür entdeckt. Oh, Loot. Die können wir aufmachen. Das würde ich sagen, das machen wir gleich. Giftpilz, hopp, zack. Fette Made. Und die jetzt her, da. Und die Schifferei da, oder? Ein Sargmacher, ha? Bestatter. Oh je. Der ist stärker, ha? Mein letzter Trunk, ne, Freunde. Aha, das ist ein Marktplatz, hä, oder was? Das sind wieder zwei. Gehen wir gerade da schauen, was da los ist. Ach du Scheiße, da kommen wir da. Oh, da liegt noch Loot. Da haben sie aber ziemlich viel reingestellt her. Freunde, wie sieht's aus? Folge mir. Was ist denn da los? Die Maschine an. Hopp, schlag doch mal drauf. Meine Gott, ja, du lustig aber auch da. Da ist er leider noch. Hopp, das schauen wir uns noch an. Freunde, verschwinde, ich muss da nur. Was soll denn das? So alles verwinkelt und so eng gebaut, hä? Aha. Guck mal da hin, ja. Wenn man schaut, dass man keinen Sprungschlag machen kann. Vielleicht kommen wir, ich weiß es. Oh, da hin, ja. Oh je, guck mal. Da unten war das Loot gelegen. Machen wir jetzt so, Hobbit, das Loot einsammeln, also. Du Scheiße, wie komme ich denn da nicht wahr jetzt? Wie komme ich da jetzt wieder runter? Wenn du springst, bist du wieder hier. Nee, warte mal, du kannst da. Da unten liegt nämlich noch Loot, du kannst da drauf. Oder? Kannst du da drauf? Ah ja, warum denn? Da liegt das Loot. Und dann zwar markieren und dann. Achtung! Nebenniere. Oh je, das ist. Der hat da Nebenniere liegen lassen. Im Schlamattel. Oder im Schlamm. Der sucht sie vielleicht. Lebt er noch? Ah ja. Freunde, war das einer von euch, wo die Niere da liegen gelassen hat? Weh, Stoff. So, das holen wir uns jetzt. Listige Rune der Gnade und Segensrune der Verstärkung. Oh, da müssen wir unsere Waffe nochmal überprüfen. Komm, Schnimmi, du hast die Axt verstärkt schon. Ja, das macht mir nichts. Oh, da, guck mal. Uah. Oh je, Freunde. Eistick. Ah. Also lassen sich mal dahinter festbeißen, ich gehe da hoch. Guck mal da. Das ist Boss. Oh, da ist er ja schon. Was sind wir da jetzt? Ja, das ist doch größer, wie ich dachte.
Da ist die Tür. Mach sie auf. Mach doch die Tür! Weg! Spring oder roll oder was? Guck, ob da noch was rumliegt und dann lass die zwei Trottel da einfach. Ach du, guck mal, was ist da? Kriegst du ganz dreckige Schuhe? Oh, ach du Scheiße. Ist das riesig, hä? Ding. Oh je, oh je. Wie leer jetzt oder was? Haben halt keine Lust mehr oder wie? So. Schnelle Rune der Gnade. Oh, das war gesprungen, ja. Guck mal. Da geht's weiter. Bist du nie weiter? Ja, doch mal auf. Mensch, ja. So. Ja, langsam. Was steht, da steht ja schon wieder ein Grom rum. Grom steht da rum oder Grom? Ich gehe mal da runter. Sind die jetzt da oben geblieben? Ja. Gut, zwei gleich. Freunde, das ist doch mal her. Ja. Wir sind die Kleinen da am liebsten. Das wird episch, doch. Wir hätten vielleicht mal... Ach, sag mal, Stück Scheiße. Ich hätte doch vielleicht besser rasten sollen. Oh, das ist gleich verabschiedet. Oh ja. Rennt, Achtung. Der Block. Oh, warte mal, Freunde, ich hab die Schnauze voll von dir. Noch einer. So ein Wisch, ja. Oh je, das. Ja, gut, okay. Wieder auferstehen. Hallo zusammen, da sind wir wieder in Morbid Lords of Fire hier am Favela Blatt. Da sind wir, glaube ich, bis ganz immer abgenibbelt oder was? Irgendwie, ich glaube, ja, gell, wir sind irgendwo runtergefallen, kann das sein, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ja. Aber ich habe geguckt, gerade der Schmied ist nicht mehr da. Das heißt, was ist ein Schmied? Achso, der Bolo. Bolo. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal, ja. Machst jetzt reisen, also Halle der Erlösung. Da hat er ja gesagt, will er hier. Eispilze können leicht an ihrem mit Raureif bedeckten Hut erkannt werden. Aha, so. Da ist er. Ne, Moment, das ist er nicht. Das ist Anus. Ist der Uno oder was? Nee, ich spreche mal, der hat schon wieder so ein komisches Symbol über dem Kopf. Aber nicht zu viel, gell, hast du gehört? A skilled reforger named Ball has just arrived here. Alas, ist ja nicht Anus, okay? He is one of the less degenerate brones from Bucky's offspring. Thankfully, he also happens to be a defector, willing to aid our cause. Aha. Ja, mir wär's eigentlich recht, man sagt, wo er ist. Blinded by his arrogance. Chancellor Bucky overthrew the Senate of Dunghaven. Dunghaven. His newly found absolute authority drove him mad with power. Slay the decadent acolyte and rid the Gahaz of his flesh. Warte mal, noch was? By his newly slay the decadent acolyte. Ja, and pass mal auf. Gahaz of his flesh. Was? Haben wir das schon als Quest oder als Mission? Ne, da haben wir jetzt... Ja, warum, ne? Keine Ahnung. So, wo könnten der sein? Oben, unten, rechts, links? Oder wo, was hat denn ausgesehen wie eine Schmiedewerkstatt? Ne, da ist der Maximus. Da ist auch.
Du weißt du? du ist ja auch. Was geht denn jetzt ab? Freunde, ja, ich bin. Du Chineser. Fernglas wäre nicht schlecht jetzt oder so. Fernrohr. So, das ist hundertprozentig. Ne, 100 vielleicht nicht, aber das ist zu, das will. Du guck mal von der anderen Seite rein, warte mal, da muss ein Hebel sein irgendwo. Ne? Gut. Da ist eine Leiter. Eine Leiter. Tatsächlich, ich konnte hoch. Da hol ich auch. Krass, oder? Du bist anders, mir ist der Boldor da unten, da steht da. Apoldor. So, da können, ah, jetzt können wir da rein. Zu Jan. Hey Jan, wie sie. Ach, du Scheiße, das ist alles begehbar, Freunde. Das muss ich mir erstmal angucken. Jetzt gehen wir erstmal zu Boldor. Da. Zack. Hallo. Hallo. Warte mal, ist da was drin in der Kiste? Irgendwo. Loot. Nee, ne? Alle reden wir mal mit dem. Du bist also ein Bucky. Hi. There you are. Quick, Everweave. Notice that this place doesn't smell like butter. Listen, I want to repay you for leading me here. I can reforge and max out weapons into something even better. Da kommt unser voll aufgewehrt. Voll, ne? Voll, was meint damit voll? Listen up. Hört mal. Die Herstellung von Großrunden. Umschmied heißt, ach, das ist ein Umschmied. So, jetzt verstehe ich das. Der schmiedet um. Umschmied Bull Gun mit Hilfe von. Das habe ich nicht. Kosmianit, deine maximal Verbesserwaffe umschmieden. Damit werden die Waffenwerte zurückgesetzt und du erhältst eine mächtige Großrune. Eine Großrune enthält 20% aller positiven und 10% aller negativen Effekte. Effekte der in der Waffe eingeprägten Runen. Aha. Umschmieden. Ich habe keinen Kosmianit. Kosmianit heißt es. Ach so. Dann da habe ich. Ich habe keiner. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Plus zur Schnelligkeit plus Wucht minus 1. Das täte ich nehmen. Ne? Das täte ich echt nehmen, das Ding so. Aber die Axt, das wäre super. Aber Kosmianit habe ich nicht. Das ist ja komisch, ne? Du triffst auf den Schmiedo in dem Kaff da, in dem Versüfte und Kosmianit. Also, haben wir nicht. Ja, war blöd dumm. Ich suche jetzt nicht, ob das zeigt. Sagen wir. Ich gehe da nochmal. Ich gehe mal in die Kirche. Vielleicht können wir noch ein bisschen beten. Geh ja nicht so schnell hoch. Wenn das mitwäscht. Das ist auch so leid, aber die ist nicht begehbar. Ah, okay. Hey Jan, wie geht's? Gut. So, guck mal. Krass, vielleicht liegt da Kosmianit. Da liegt's. Ruhekapsel, aha. So, ach Gott, alles voll, ja, Freunde. Das ist aber ganz, das sehe ich jetzt schon. Destillierte Dunkelheit, das war unsichtbar, gell? Geht nicht. Ah, da liegt aber einiges noch dahin, Herr, in der Kathedrale des trauernden Gottes. Da ist sie, die trauernde Elfe. Oh, was ist das? Fäulnisschnitter, tralala. Jetzt geht's rund, Freunde. Ja, aber Truhe gibt's in dem Spiel nicht, ne? Das ist die Orgel. Hier ist ein Orgel. Soll ich da noch was machen irgendwie? Nicht so schnell dadurch. Guck da mal die Waffe an. Das Fäulnisschnitter, guck mal. Halte bis falsch. Okay. Was macht er dann? Ist gar nichts. Also, so die, also mir kommen die Waffe alle schlecht davor. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Das ist aber gerade alles. Und du konntest ja nur mit Rune aufpeppen, aber schnell ist er nicht.
Soll ich sie mal ausrüsten? Nee, 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 hör auf. Jetzt ist der Falle los und dann ist er kaputt. Nein, ich pass auf. Nix da. Was? Weil sie vorhin nicht da ist, mach die dann auch vorhin nicht oder was? Halt, halt den Knopf, ja. Vorhin nicht nieder. Wert von eurer. Und das habe ich jetzt mit Mühe nur ein bisschen hochgepäppelt. Kann man ja vergrößern und so, ne? Ja. Ja, das ist das legendär oder was? Wenn das da oben dabei ist, wo müssen wir bei der Waffe gucken? Nein, ich habe keine Lust jetzt. Das brauche ich nicht, das da. Und das bleibe ich jetzt dabei, die habe ich. Habe ich ein bisschen Übung drin, ja. Der Waffe da. Jetzt gucke ich noch ein bisschen rum da in der Kathedrale, ob ich noch was finde. Da geht es auch noch nach oben auf, Freunde. Das ist eine Deckung. Wir sind jetzt auf den Spuren von Marco Polo. Wo geht's denn da hin? Ah, da geht's wieder raus. Wenn jetzt Battle. Aber schon schlägt da nichts, ne? Guck doch mal, du übersiehst gern. Ja. So, warte mal. Ne. Gehen wir mal noch da hoch. Zeit nehmen wir uns. Aha. Ah, da liegt auch noch was. Vernunftanzeige. Die Vernunftanzeige spiegelt den Geisteszustand der Aspirantin wider. Gegnerische Angriffe und bestimmte Gegenstände sorgen dafür, dass die Anzeige in Richtung Wahnsinn fällt. Gegnerische Angriffe, wie ich ja schon vermutet habe. Bestimmte Gegenstände, das weiß ich jetzt nicht. Oder konnte ich mich jetzt nicht irgendwie festlegen. Eine Meditation setzt die Anzeige lediglich zurück. Doch manche Gegenstände können die Anzeige in Richtung Erleuchtung steigen lassen. Wird die Anzeige nicht auf irgendeine Weise beeinflusst, bewegt sie sich langsam auf deine Standard-Gemütszustand zurück. Du, zurück, nämlich schon, dass du stehst zurück, also egal. Je erleuchteter du bist, desto weniger Ausdauer verbrauchst du und desto mehr Wucht haben deine Treffer. Außerdem sammelst du mehr Erfahrung. Ja gut, aber bis jetzt habe ich noch nichts an Erleuchtung mitgekriegt. Der Anstieg der Anzeige über den Grenzwert für Erleuchtung verstärkt die Effekte weiter. Je wahnsinniger du bist, desto weniger Erfahrung sammelst und mehr Schaden erleidest du und ja, begegnet dir die Geister. Das habe ich schon mitgekriegt. Allerdings erhöhen sich auch dein zugefügter Schaden und deine Angriffsgeschwindigkeit. Aha. Du meinst Schade? Was ist denn Schade, den ich zugefügt krieg? Oder den Schade, den ich zufüge? Ne, den ich zugefügt krieg, ne? Und deine Wische verwirren. Der Fall der Anzeige unter den Grenzwert für Wahnsinn verstärkt die Effekte weiter. Je tiefer deine Vernunftanzeige fällt, desto eher triffst du auf den Geist eines kürzlich besiegten Gegners. Die haben zwar weniger Gesundheit, aber fügen aber mehr Schade hinzu. Ja gut, das habe ich schon gelesen. Es ist aber immer gut, wenn man in der Wiederholung liegt, ja die Stärke, ne? Immer gut, wenn man das wieder liest. Ein paar Mal oder so. Da ist ja die Orgel. Da sitzt ja der Organist und orgelt sich einer ab. Also ich hätte da jetzt noch ein paar Gegenstände hingelegt, Freunde. Zumal das, also draußen, wenn das einmal euch sammelt, dann kommt da nicht noch einmal Loot hinzu, ne? Ich weiß nicht, was das soll da jetzt. Haben sie sich da ausgetobt und gedacht, oh, ich will einmal eine Orgel machen, Mensch. Und schon nicht einmal runterspringen. Ja, ja, gut. Dann, was machen wir jetzt? Noch einer da, wo ein bisschen was quatschen will? Nein, nein. Ich kann jetzt da raus und da raus. Ja, ist doch gut. Ja, wegen der Waffe da. Da hätte man doch nicht treu gebraucht. Und in die Bank umgeschmissen, ja. Baraba. Vandalismus. Was ist? Okay. So mehr ist doch nicht jetzt, ne? Und ich sage, geh mal zurück. Cool Haus, ne? Da kann ja nichts mehr haben, das kostet mir ja nicht. Das haben wir nicht. Und geht's
Uhlhagen. Favellaplatz. Jawohl, bestätigt. So. Gut, dann ja. Ich gehe halt nochmal. Da haben wir fast alle. Das ist egal, ob da nicht alle. Das ist eh ein Haufen Leute da, wo ich viele wollen. Wir gehen einfach nochmal. So, was hockt denn da rum? So ein Krähe. Nicht blocken. Weil da war ja auch noch einiges an Looten. Wir müssen jetzt diesen. Was war das, hat er gesagt? Den Statthalter, Governor. Oder was soll er mal umbringen? Ich gehe mal von dem aus, dass wir doch herkommen, ne? Ja, dass wir herkommen. Der Teil ist abgeschlossen für mich jetzt. Immer wieder, ne? Immer noch im Pool haben. So, über das Item komme ich nicht rein. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Auf das Enddach komme ich, aber auf das andere Dach schaffe ich einfach nicht. Fall dauernd runter. Yeah. Oh. Jetzt könnte das die Fleischgeborene sein. Wir gehen mal rein. Ja, das ist er. Mach einen Screenshot. Nee, den mach ich keinen Screenshot. Da ist er. Mal übersehen, Maximus. Allerdings habe ich nichts mehr zu trinken. Gift. Ich hab nur Made. Mit Giftschwengel hat die. Oh je, was ist denn das jetzt? Oh, gute Leute, ja. Was die alles machen können. Okay, muss ich aufpassen, ja. Letzte Made geht drauf. Ich sehe ja nichts mehr. Klasse, ja. Okay, ist erledigt. Ja, das war nicht schwer. Aber was von wegen erledigt? Nimm die Made noch. Monstrosität getötet. Ich sehe gar nichts. Nimm doch die Made. Nee, hör doch auf. Ach du Scheiße. Ach komm, wohin, ja. Drecksviecher, du, ja. Jetzt gehe ich halt nochmal hier. Wir haben jetzt auch wieder alle. Ich renne einfach durch jetzt. Mir egal. Die kommen da alle hinterher, das macht nichts. Weg, ihr Deppe. Nicht markieren, die eine. Sind die jetzt nochmal da? Oder kommen die jetzt nochmal, oder was? Ich hätte mich ja gerne noch ein bisschen umgeguckt, da. Da war da drin. Was ist denn los mit ihr? Also das war schon hinterhältig, was die da aufgestellt haben. Nicht normal, dass du jetzt auch nichts kriegst, ne? Und schon nicht einmal dahinter durch, richtig. Also du kannst da ins Feuer stellen, um die Füße zu wärmen, das war's aber auch schon. Das weitergehen und ich konnte jetzt stundenlang da in dem Ding da rumirren. Warte mal, da war auch noch ein Licht, ne? Ist das eine Lampe oder was? Ja. Und dort sind wir, glaube ich, irgendwo runtergefallen. Geht doch. Ja. Das ist auch nochmal so krähe. Wollte mal fliehen irgendwie oder was? Was macht denn der da oben?
Trübes Wetter wieder. Regen da wieder, ja. Kommen wir da hoch? Nein, ne? Der kommt runter. Ja, dann soll das sich aber jetzt mal entschließen. Schon. Das ist noch mal einer da oben. Was, hä, oder? Ich komme erst runter, wenn du da unten umringt bist von Feinden. Was ist jetzt? Da ist er schon. War er? Mensch, auch, oder? Ne? Da hast du aber da den Bronco, da zwei Broncos im Gehege. Ja, scheißegal, oder? Geh mal da runter, komm. Das ist dasselbe. Also, ne, die sind harmlos da. Die musst du dir eigentlich und was willst du mit, ne? Zwei da, ne? Keine Ahnung, ich. Ich geh da runter, die Treppe, also der Steg. Vielleicht vernünftiger. Aber wenn die noch ein bisschen mehr Schaden macht, dass man den, also bei denen sowieso nicht, aber den größeren Gegner mit zwei Schlägen, den Entschlossenheitsbalken, wie heißt denn jetzt der Balken da unten, wo die da hin, der blaue? Ach du Scheiße. Ach komm! Da sind wir runtergefallen, glaube ich. Das ist kein Ausdauerbalken, Entschlossenheit oder irgendwas. Ich falle den Namen jetzt nicht euer. Da ist einer, pass auf. Wo kommt der her? Der war da im Heisel drin. Aber kacke. Kommt das Zeug? Ja, das kommt euer, ja. Da fehlt aber das Schild, WC. Muss da hoch. Los, keiner markieren. Falsch wieder runter. Du werfe. Oh, jetzt kommen die Geier. Hey, ich hab doch. Ich hab hier nicht rumgedrückt. Ach komm, Freunde. Gibt's das? Dann mach ich alle. Ach komm, sag mal, ich bin der. Du darfst doch nicht rum. Ach Gott, leck mich nochmal. Ja, ich gehe da jetzt nochmal hier, dann zeige ich wieder euch. Okay, okay. So, da sind wir wieder, ne? Ja, das ist nicht so ohne. Da musst du aufpassen, dass du nicht wieder runterfällst, ne? Das ist natürlich scheiße. Jetzt haben wir natürlich mit dem Rabe, der da gesessen hat, einen Schnabelhieb abbekommen und das hat wehgetan. Ich weiß gar nicht, was wir da überhaupt machen. Oder sind, wie gesagt, nicht die Qualität der Gegner macht, sondern die Quantität. Weiß ich nicht, soll ich da runter oder? Vorne ist ein Ding. Ein Schrein, okay, dann nehmen wir mal. Ja, und wie kommst du denn hier? Ja, von da aus nicht, ne? Mich ist dann da runter. Da stehen aber noch welche. Machen da ja Runde oder was? Rundendreher sind das. Ist einer drin? Nein. Das steht so und plötzlich in die Welt geschickt. Oha, da kommt schon einer. Rotzi, komm. Der helle Bart hat der in der Hand. Nützt mir aber nichts. Der kann aber nicht da hoch. Wir können aber da runter, ne? Ich gehe da rüber und mach den Schrein auf. Verzunkene Insel sind wir. Berühren, aber ich raste nicht. Okay? Okay. Verzunkene Insel, merkt ihr das einmal? Ich hab mir das gerade aufgeschrieben. Im Gedächtnisspeicher abgespeichert. Ja, was soll denn das jetzt darstellen? Verstehst du? Also ich meine, wegen was müsste ich mich jetzt mit dem anlegen?
wegen was oder mit den zwei, wenn da nicht einmal Loot ist oder was, wo es sich lohnt. Ja gut, es gibt ein bisschen Erfahrungspunkte, aber das ist aber gerade alles. Da ist nichts, ne? Da liegt nichts irgendwie rum, dass man sagen kann, es lohnt sich. Scheiße, das ist schon ein Fehler gemacht, da bin ich gesprungen, bin ich gelaufen. Achtung, wenn er wieder aufhängt, betröte oder was? Nicht so, Herr Do. Nicht nach vorne, lass ihn gehen an die hintere. Oh Scheiße, ach, jetzt geht schon wieder los. Ja. Oh je, ist noch verwischt. Noch ein Schlag oder zwei? Wir sind wieder einigermaßen im richtigen Sichtfeld, ne? Aber da ist wirklich, jetzt kann man sich da einmal in Ruhe umgucken, ne? Das Einzige, was ich jetzt vermutet hätte, in der beleuchtete Laterne und in dem Häuschen, im Häuschen wäre was, da ist ganz neu, okay. Oh, du, ich bin hier von der eigenen Axt verschoben, du kannst schon nicht neu, oh Scheiße. Nix, ne? Nur so zum Spaß, dass du die Fahrt glauben kannst. Und von der Seite noch? Nein, überhaupt nicht. Den nix, ja. Ruhe, ne, Truhe gibt's eh keine. Alles nur Truhe, die nicht öffnen kannst oder so. Ja gut, was mache ich denn jetzt? Ich weiß es nicht, jetzt erst halt mal da. Weil du gehst ja da nicht mehr zurück, du kannst ja dann reisen, du musst ja da nichts mehr machen. Du hast alles abgesucht. Was soll ich denn da absuchen? Konntest du die Häuser nicht neu und du konntest da hoch? Ja gut, aber... Das leuchtet doch alles ein bisschen. Bei Iva habe ich jetzt gedacht, da wäre was, aber nix, ne? Nein. Scheiße, ja. Unbefriedigend irgendwie. Ist das noch im Early Access? Nein, ne? Das ist ja fertig. Kommt da noch nichts mehr, noch vielleicht Patches vielleicht, ne? Patches kommt auch. Ich tu meditieren, fertig. Versunkene Insel sind wir jetzt. Wir gehen noch ein paar Meter vielleicht. So weit wie es geht irgendwie. So, oh je, yeah. Wenn ich die sehe, da geht man das Messer am Sack. Sag mal, wenn der sich rumdreht. Der dreht sich nicht rum, doch, der dreht sich schon rum. Scheiße, das war zu langsam. Langsamer. Ja, jetzt hast du wieder den Dreck da. Ach Gott, der hätte schon rausgelockt. Ich hätte schon ja rauslocken können. Ich muss wieder eine Viertelstunde warten, bis das abgeklungen ist, oder du nimmst so einen Drang. Ah, das geht schon, da ist ja nicht viel los bis jetzt. Versunkene Insel, was Mensch, was da los ist? Hä? Oh je. Oh, ich hab einen Fertigkeitspunkt. Lock nicht.
Ja, da kommt ein Geist. Ja, der ist halt nicht treffen lassen, ja. Ah, ich hab das schon wieder falsch angefangen. Ich hätte den rausloggen müssen, da, dann, was das ja immer ist. Oh, ja, da läuft ja auch noch einer rum, ja. Ach Gott, nee, ja, das gibt's doch nicht. Ich gehe nochmal zurück. Dann mache ich es anders da. Das war nicht gut. Da ist ja kein Loot mehr. Der hat mich am meisten, ja. Freust dich dann, wenn du um die Ecke kommst und hast ein bisschen Loot. Du kannst aber nicht so weit runter. Du siehst schon, dass da alles voll hängt wieder. Ja, gut, wir probieren es da dann. Meditieren. So. Warte mal, kann ich auch schleichen? Scheiße, Ex-Viecher da. Noch da lang da. Komm, kein Sinn, ey. Wieso habe ich ihn jetzt noch? Ach so, jetzt bloß da wieder, hä? Hallo, ich hab doch. Komm. Das ist noch nicht ganz so. Oh, was liegt denn da rum? Was? Missing Foil Slinger. Missing. Ach, da oben. Guck mal. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Du musst aber erst da außen rum. Missing Foil Slinger. Ach du, mal schauen. Waffen. Wo ist das? So, Missing Foil Slinger. Oh, viel Wucht und viel Beweglichkeit und Schnelligkeit geht. Schaden ist halt nicht so. Was gucke, wie das aussieht. Was soll das ein Witz sein, oder? Nee, also. Halt. Nee, also, Freunde, das ist nichts. Ich bleib da bei der Axt. Komm mal wenigstens. Ich hab den Falschen getroffen. Ach komm, die Scheiße! Kommt der auch noch da hoch? Verschwind! Gott, halt der was aus. Noch eine, hopp. Ja, komm, jetzt mach langsam. Da hast du ein Kleie. Okay, wir haben jetzt auch 8 Erfahrungspunkte. Bis ich dort 20 Sommer krieg. Du Scheiße, misch das Ding abfarmen, da, ja. Ist doch scheiße, oder? Ajo, ist das scheiße. Ja, und wir sehen ein bisschen was. Da ist irgendwie der Rüssel-Elefant oder Rüsseltier. Warte mal langsam, nicht, dass du jetzt ausrutscht, ne? In Elden Ring könnte man jetzt da drauf springen. Aber das, da kannst du vergessen. Da liegt noch was. Das sammeln wir noch. Was ist denn jetzt? Tödliche Rune des Schwindens. Ja, das kommt mir alles so bekannt vor. Überall von deinen Groms. Hänge da rum, ja. Ein paar Baute da, so, verstehe ich. Alles im versunken, in der Insel, ja, kalt versunken, ne? Da, da liegt was. Was war denn das? Gut, da.
Langsam jetzt, wo waren denn die? Ich hab die nicht gesehen. Da krabbeln jetzt rum am Strand. Strandwürmer sind das. Müsst man mal lesen, was so ein Unholde oder Ungeheuer das sein soll. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man da in die Hütte neu kommen. Kommst du gar nicht neu. Du kannst schon hinter das Loot einsammeln. Du musst aber den erst weglocken, dann. Voll Trottel da. Achtung! Ups. Was hab ich denn gesagt? Pass auf! So, da sind wir wieder, ne? Okay. Haben da ein bisschen gecleant. Ich hätte gerne das Loot da über. Muss ich aber mit dem kämpfen. Was ich jetzt gesehen habe, ist. Ich komme mich gar nicht erinnern, dass ich das gekriegt habe. Mal gucken, ob bei der Rune. Ich habe jetzt halt. Hier die Rune. Segensrune der Reinigung. Cleanse. Wer ist ein Cleanse? Plus 100%. 100%, ne, oder? Mich wundert, dass sie das nicht noch in schwarz geschrieben haben. Dunkelblau. Und Dito, Boost plus 20%. Segensrune der Verstärkung. Was heißt hier Boost? Was wird geboostet? Wenn ich das jetzt raus mache, was habe ich drin? Die erste, das da. Ich probiere es gerade mal. Ne, du musst alles löschen. Okay. So, Achtung, jetzt mache ich die mal neu. Aha. Nix, ne? Was bedeutet denn das? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich mache nochmal. Die habe ich jetzt drin. Plus 26 und Wucht minus 18. So. Es verringert sich dann, nicht? Oder was? Ja, komm, jetzt lass ich es mal drin. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ich probiere mal jetzt mit dem da mal Glück. Und jetzt mache ich die andere wieder neu. Du weißt ja gar nicht, wie was das drin gehabt hat. Nimm da wieder, ja. Au, au! Au! Au, au! Au, au, au! Wir müssen noch einmal durchhalten. Wow, 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 Freunde, ich kann euch sagen. Gut, dass der in China gearbeitet hat. Da war ein kleiner Nebel da. Hey, da muss ich mit allem rechnen, das war ja kein. War Kromverschnitt, Mathe. So Pilze, und was ist das? Tödliche Rune der Trägheit. Die haben wir doch schon, oder ne? Tödliche Rune der Trägheit. Was ist das? Schwinden. Verschwindet eine geringe Chance zu überleben. War das der blaue? Ne, ich habe jetzt die Farben nicht mehr. Tödliche Rune der Trägheit. So, tödliche Rune der Trägheit. Die heten als bloß anders da und machen aber dann dasselbe. Ja, brauche ich nicht unbedingt, oder? Bis ein bisschen mehr Abwechslung neu gebracht an der Rune, ne? Bisschen. Schade plus 50 oder so. Plus 500. Da war auch noch was gelegen, aber ich weiß nicht mehr was. Ich gehe da noch ein Stückchen, okay, Freunde, weil Ziel ist ja eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, der Stadthalter oder was? Ja. Da war noch, die wollen wir abwechseln, aber. Boost. Was wird denn geboostet? Mach das doch mal Gedanken. Scheiß da jetzt vor. Musst ich da wieder durchwarten. Du geh doch zu der Kuppel da nämlich, ja. Wie kommst du denn da nicht wahr? Mach bloß nicht einen Schritt, einen falschen Schritt oder so. Das wäre jetzt zum Springen geeignet, ne? Wenn man springen könnte. Oh, gleich weh. Ja, da wohl frisch wäre, ja, ich will.
Ob da muss man noch ein. Darf man da einen Cut erkennen, einen vernünftigen? Da oben liegt auch noch Loot. Wie kommst du hin? Da musst du durch. Achtung, nicht verwirren los wieder. Langsam. Oh, ah, Feuer. Ich hasse es. Ja, gut, die schmeißen nicht. Die haben nichts zum Schmeißen. Bitte Made. Hinter des Baumes drinnen saß die Made mit dem Kind. Ach komm, Freunde. Weg ist er, sag. Ertrunken, ja. Noch einer, wo. Was war denn das? Ja, ne. Mit Bombe wir. Da liegt noch ein bisschen Loot. Der ist einsam unterwegs. Durch die Toilette wahrscheinlich. Fauliges Bein. Hack and Slash ist es, oder Hack and Slash, gell? Ja. Oder Hack and Slay, sagt man auch, oder? Ja. Möglich. Gut, aber wir sind auf dem richtigen Weg, ne? Viel Abwechslung gibt's nicht, muss ich gestehen. Aber es geht ja auch nicht lang. Ich glaube, ich habe gelesen, 9 bis 12 Stunden, dann ist man durch. Scheiße. Wer ist denn das? Wer war denn das? So, der da oben. Du bist schon da hier jetzt. Ohne runter zu fallen. Die zwei nicht, aber der da. Feuerbombe. Hat uns wieder ein bisschen schade gemacht. Also wenn man fast jetzt das Stück noch vor uns hätte und dann müsste eigentlich theoretisch schon wieder so ein Geier verflogen. Zack. Oh, noch einer. Ich habe keine Munition. Was soll denn das heißen? Wieso wird das nicht nachgeladen? Er müsste nicht überlebt haben. Ah ja, gut. Los ist. Ist egal. Da liegt auch noch Loot, das nehmen wir noch mit. Da steckt noch einer, warte mal Loot. Hallo? Hier haben wir wieder Munition gekriegt, ein bisschen für den Strahlenwerfer. So. Was war das? Einstige Hellebarde. Ah, wir kriegen trotzdem. Oh, mächtige Rune der Erschöpfung. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Guck gerade mal. Die mächtige Rune der Erschöpfung. Lau war das, gell? Der Gnade der Erschöpfung. Geht auf Kosten der Beweglichkeit. Ne, bis jetzt geht's eigentlich. Ich weiß zwar nicht, was die zwei Rune da machen, aber hat die heile Bade, Rune. Was waren das? Einstige Hellebarde. Sieht die aus? Oh, schnell ist er, ja? Ach so, guck mal. Wow. Braucht auch nicht viel Ausdauer, ja? Sieht aber nicht schwer aus. Die Axt sieht, opa, die Axt sieht auch nicht besser aus, ja. Wer kann Titel? Doch, die sieht doch besser aus. Da ist er leider hoch. Hopp, das schaffen wir noch. Da wird doch jetzt noch gleich so ein Schrein rumhängen. So, guck mal. Giftpilz. Ich habe noch gar keine Waffe vergiftet und nichts.
Noch ein Giftbill, aha. Noch ein Leiter. Ladder. Ah, es wird Tag. Oh, da sind wir, da ist er. Die neuen der Palasto. Da müsste jetzt ein Schrein sein, da ist er. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, berühren wir den Schrein. Gucke noch mal zurück. Ja, ich sehe nichts, okay. Dann mache ich einen Cut. Okay, dann macht's ihr bis denn.